Hallihallo, meine liebe Freunde, buonasera. Uns sind wieder da mit noch keine, ich habe schon früher gesagt, ne, sind Fisch vor zwei Sendungen. Ich habe eine schöne Kameramann, er mag immer bei mir gucken. Wenn ich gucke bei dir, ich rede nicht mehr. Es ist besser, wenn die Jungen gucken, war viel besser. Ja, meine liebe Freunde, Spaß. Esen, sinesen, cucina, sin cucina. Heute mache ich Gamberetti oder Gamberoni oder Gamberucci al Rosso di Mare. Rosso sind rot, rot von Meer. Ja, mit Patate, italienisch, ne? Nicht deutsche Kartoffeln, italienisch Patate. Ja, unsere Gamberi sind in unserem Kühlschrank drin. Ja, es ist hier wie Belgisch. Oh, bellissimo! Sind fantastico, ragazzi. Veramente belli, bellissimi, meravigliosi. Sind ganz frisch, no? Hugo, tu, oh, bello, bello, bello. Magari jetzt eine schöne Soße, ne? Das ist heute die Überraschung, ne? Ich will die Gamberi mit Soße, mit Kopf und Fuß machen, ne? Alles so hier. Kann uns so schneiden, zack, zack. Mache den ganzen Kopf weg. Also, sagst du, warum? Warum die Soße schmeckt besser? Viel, viel, viel besser. Ja. Sag, was hab ich vergessen? Die Feuer zu machen. Machen wir uns die Feuer da hier. Jo, Olivenöl. Olio di oliva. So, ein bisschen. Das ist von Toscana. Sind formidabile. Unsere Kamera sagt ja da hier. Olio italiano, bello, bellissimo. Mettiamo von dieser Soße zwei Stück ganz, ne? So, hier nur für die Aroma. Mehr nicht, ein bisschen unsere Zwiebel in den großen Stück, ne? Nicht kleine, nur groß. Warum diese Soße brauchen wir uns nur liquido? Ne? So, so, hier drin. So. Aus. Und weiter mit uns sind die Gamberi, muss die Kopf weg, ne? Brauchst ein bisschen Zeit, nicht die ganzen, da diese bisschen schneiden, so. Ja, und ein paar Stück lass ganz, sind besser, ne? So. Ja, warum ich lass ganz? Ich lass, warum ich lieber mit dem Kopf und dann, wenn die fertig sind, ich lieber so mag. Ah, oh, wie fantastico, bello, bellissimo. So, ja. Machen wir schon hier den ganzen Kopf und die Füße und die Coda. Alles muss da hier drin, ja. Lass uns gucken, warum sind die Feuer. Sind sechs, ja, sind schon da. Und dann mache ich ein bisschen Tomatenmark, nicht viel, ne? Nur ein bisschen. Das ist nur für die Aroma, sonst nichts. So, und dann machst du ein bisschen. So, da ja. So, das ist Essen, das sind gleich wie Musiker, ne? Warum? Siehst du? Das ist Musiker. Tamburello musicale al pesce di mare. Ja. Italienisch lernen, ne? Das ist nicht Kraben, sind Gamberi. Die großen sind Gamberi, die kleinen sind Gamberetti. Jawohl, müssen uns warten jetzt ein bisschen. Ja, meine Lieben, wir sind schon ja. Fertig, jetzt muss uns an den Kopf ein bisschen. So. Riechen, ne? Kameramann sagt so, alles klar, wunderbar. Und du in einer Ecke, was ist los mit dir? Hast du nicht gegessen? Nein. Warum? Hm? Essen kein Fisch, ja? Nein. Oh, schade. Nächstes Mal mache Fleisch, okay? Wunderbar. Nicht Wein, warum? Nur Rinde. Rinde oder Lamm? Haben wir Rinde oder Lamm? Ja, jetzt mache ich wirklich. Kein Spaß, mach so weiter. Sind so, mach ein bisschen Rohr drin. So, ein, zweimal, ja. Dann
ein bisschen Erba di casa mia, noch ein bisschen, ja. Das ist für die Soße, ich muss so vorbereiten, ein paar Stück, nicht viel, ja. Von Pomodorini aus Vittoria, von Sicilia, no? Das ist auch ganz anders, warum in Sicilia steht viel Sonne, ne? Diese Jahre war gut auch in Deutschland, ne? War ganz September, war schönes Wetter, ne? So, ein bisschen Tomate. Ecco fatto. Das ist ein Konzentrato für die Gamberi, ja? Die Kartoffeln sind schon früher gemacht, ne? Sind gleich fertig, brauchen sie nur an die Ende machen, ne? Und auch die Tomaten, das ist, ich brauche nur die bisschen Soße, wo hier drin sind, ne? Die nettere, ja? Jetzt sind richtig wieder noch kein Biss. So machen wir. Ein bisschen Geduld vom Kochen. Es ist besser, wenn piano kochen, ne? Nicht so schneller. Momentan schneller sind die Mercedes. Ferrari sind gut für die Essen, ne? Warum sind langsam? Sind piano die Ferrari diese Saison. Ja, vielleicht nächstes Jahr, wenn die Schumi wiederkommen, ne? In der Zeit, wo Schumi war in Italien, die Ferrari sehr stark, ja? So. Ecco fatto. Sind gleich, was ich brauche, sind gleich fertig. Ne? Ich brauche einen Teller jetzt. So, jetzt unsere Soße sind gleich fertig. Machen uns Soto hier schon drin. Ne? Jawohl. So. Diese ich brauche nicht, ich brauche nur diese Soße da hier, ne? So, diese ich brauche nicht mehr, ne? Mag ich direkt weg. So, ich brauche die Soße. Das ist die Konzentrate, wie die Tomatenmarke, ne? So, muss da hier drin. Diese sind Nettere d'amore, questo è, ja. Podiese, ne? Natürlich. Jawohl. Sento io, ein bisschen wieder Knoblauch. Ja, du denkst, ich dico, so weniger Soße. Nein, das ist die Konzentrate, ne? Sind die ganze für den Kopf, für die Füße, für die Gamberi. Sind alles teuer, ja? So. Jetzt nur ein bisschen Tomatenmarke, nur ein bisschen und dann die Tomaten. Ja? Mal ein bisschen Tomaten. So. Natürlich ein bisschen Pomodorini auch dabei. Das muss auch passen, ja gut. Una cipollina, diese mal kleine Stück machen, ne? Nicht so groß, ja, ganz kleine. Ein bisschen grüne mag uns auch drin, ne? Der schmeckt besser. So, fertig. Lass da hier drin. Und jetzt ein bisschen Salz. Nicht später, warum? Naja, machen sie die Gamberi drin. Und das ist besser ohne Salz. Nur ein bisschen, nicht viel. Ne? So. Jawohl. Kein Pfeffer, kein Peperoncino jetzt, nichts. Dann ein bisschen. Nur einmal. Dann ein bisschen Olivenöl, noch ein bisschen. Cool.
So, ragazzi, jetzt l'erba di casa mia, no? Ein bisschen Schwaderoma, ein bisschen Basilikum drin. Sind drei Aroma drin, ne? Un Prezzemolo. Okay, ein bisschen auf un Prezzemolo. Sind die zwei Farben aus Italien, ne? Wo die Pfanne, italienische Pfanne. Sind die grüne, die rot und die Zwiebeln sind die weiß. Und da hast du die italienische Pfanne. Ne? So. Lass jetzt, brauche es 5-6 Minuten. Mag uns drin jetzt die Kartoffeln. Ich habe schon früher gemacht. Ganz, ne? Nicht. Ja, brauche mit Soße so drin, ja. Warte 5 Minuten. Ihr braucht ein Kilo Brot. Brot für die Soße und Gamberi. Gamberi und Brot. Un Vino oder Birra. Birra Passauco. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Soße. Ja. So, ragazzi, jetzt kommen unsere Gamberi. Die Gamberi, die Soße sind gleich fertig. Die Gamberi brauchen nur ein paar Minuten, ne? 3-4 Minuten. Aber machst du nicht so viel, ancora, ne? Machst du so drin, jawohl. Ecco, fatto. Und dann saltati in padella, ne? So, das ist fantastico, ragazzi. Fantastico. Bis Petersilie drin. Sind die richtig, die Farbe. Ich mag mehr grüne, ne? Warum sind sehr gut. Ecco, noch ein bisschen Olivenöl. Die Olivenöl sind Vitamine. Hm? Noch ein bisschen, mehr nicht. So. Und dann machst du zu mit grüne. Die ganz oben, so. So. Machst du zu und lass. So. Lass kommen, noch zwei kleine Tomaten. Nur von oben, so, nachher besser noch keins. Ja. Jetzt, meine lieben Freunde, nur 10 Minuten und dann am Mangiare. Es sind wirklich buonissimo. Sind die Zeiten, wo die Gamberi brauchen nicht viel, ne? Ein paar Minuten. Nur die Grüne muss man ein bisschen kochen. Die Soße sind schon fertig. In ein paar Minuten sie sind sie wieder da. Ja, meine lieben Freunde, sind schon gleich fertig. So, ein bisschen. Wunderbar. Gamberi arrosso di mare. Ja. Eine Scintilla. Ah, so, wer probiert das mal? Die andere Teller hat eine schöne Frau probiert. Jetzt, die junge Mann, kommt. Prova i gamberi, vieni, vieni. Facciamo un test molto bello. Ecco qua, con una patata.
ricine, un po' di verdura, ce la mettiamo sopra, sì, ecco così, voilà, prego. Bistecca posto nicht, di gambero muss mit tende machen, eh? So, Kopf fa. Ich denke, sie sind gut, sind schon gleich fertig. Ja. Ecco ragazzi. Das ist in Riviera Romagnola, jeden Tag. Ich war vor die Sendung von Piazza Europa, zwei Monate. Und Junge, mit Hände, ohne Besteck, ne, auch es ist heiß. Da, das ist nichts, muss alles im Mund, brauchst du nichts mehr. So, ja, richtig, das ist richtig, jawohl. Und? Sehr gut. Siehst du die Meer? Fantastico, bello, bellissimo. Formidabile, ragazzi. Eccoci qua. Und vor eine bis zehn? Zehn. Wunderbar. Oh, ich gehörte auch zu Hause, ein riesengroßer Platz. Ja, ich weiß, du bist zu Hause. Ja. Und dann melde dich. Ne? Melde bei uns in offener Kanal und komm bei Gästen. Momentan mit diesem Virus kann uns zwei, drei Leute bei uns im Studio mehr nicht. Kannst du melden und kommst bei uns zu essen und probiert unsere Tele. Ich warte diese Pandemie weg und dann ich bin hier in Rodalben bei Roberto, bei Stefano in alle Pizzeria mit unserer so schönen Tele. Ja, am Weihnachten machen wir uns eine spezielle Sendung. So, ragazzi, das ist ein Spettacolo. Hast du kein Brot? Nein. Nein. Ja, die Brot machst du mit bisschen Brot, das ist Scarpetta. In Sardegna magari diese Scarpetta, ne? Das ist formidabel. Ja, ragazzi, eccoci qua, siamo pronti. Sind gleich am Fett, ein bisschen Dekoration, ja, natürlich. Es ist nicht mehr so viel, so. Das ist so. Und eccoci qua, gamberi arrosso di mare. Buon appetito, alla prossima, bis nächste Mal. Wieder hier in offener Kanal, ich koche, du essen. Ciao!